geiles Spiel. Also ich glaube, man hat von der ersten Minute an irgendwie diese Energie gespürt im Stadion, auf dem Platz, aber auch auf den Rängen. Es war, ja, wir waren wie eine Einheit. Wir haben Vollgas gegeben. Ich glaube, jeder hat gebrannt. Das hat man auch gesehen. Das war ein toller Tag. Es war ein schöner Tag. Ja. Das war relativ früh in der Saison. Man hat auch bei Autogrammstunden schon gemerkt, dass die Fans sind zu dir an den Platz gekommen, haben natürlich nach dem Autogramm gefragt, aber natürlich auch direkt gesagt, ey, ihr wisst schon, ja, also das wichtigste Spiel für uns ist das Derby natürlich. Warum glaubst du, ist das für die Fans so wichtig, dass man das Spiel gewinnt? Ja, weil es ein Derby ist. Das muss man einfach gewinnen, oder was? Ja, ganz einfach. Kleinigkeit, man geht vorm Spiel auf den Platz, schaut sich den Platz an und die vierte Kurve fängt das Pfeifen an. Dann kommt von der anderen Seite wieder die Gegenreaktion. Also man hat schon gemerkt, dass das ein besonderes Spiel war auf jeden Fall. Die sind laut gewesen, vor allem die Ultras. Ja, es war auch von uns eine sehr solide Leistung, einen Schneid abgekauft so ein bisschen. Und ja, ich wünsche mir jetzt rückblickend, dass wir das öfter gemacht hätten. Aber ja, jedes Spiel ist anders. Aber das speziell diese Szenen sind natürlich super. Und können uns auch hoffentlich durch die Rückrunde tragen. Ja, war natürlich ein geiler Start. Ne? Es war mein Startelfdebüt, glaube ich. Ja, gegen Pauli hatte ich ja nicht gespielt. Dann bin ich da reingerutscht und dann direkt das mitzuerleben. Das erweckt jetzt auch für mich Vorfreude aufs Rückrundenspiel. Ist dann leider nicht heim, aber. Ich glaube, dass das genauso geil werden kann und hoffentlich auch wird. Ja, man fragt sich natürlich immer, wieso sich Dinge so entwickeln, wie sie sich dann entwickelt haben. Ich glaube, wir hatten schon den einen oder anderen wichtigen Spieler, der uns in den Phasen gefehlt hat durch Verletzungen. Das spielt zum Teil sicherlich auch mit rein, aber ja, wir haben einen Kader, der das eigentlich auffangen könnte, finde ich. Und deshalb habe ich so eine wirkliche Erklärung nicht dafür. Wir hatten immer wieder Spiele wie das St. Pauli-Spiel oder dann auch das Spiel in Sandhausen. Dann hast du ein Erfolgserlebnis und denkst, okay, jetzt müssen wir das hinkriegen, jetzt kriegen wir die Wende hin und dann kommt wieder ein Negativerlebnis. Das hat sich eigentlich durch die Hinrunde so durchgezogen. Woran das am Ende lag, ist schwer für mich zu beurteilen. Wie fandest du das, als du gehört hast, der Trainer ist jetzt weg? Habe ich gedacht, Spindi? Abzusehen war es, glaube ich, nicht, weil wir alle ein bisschen überrascht waren vom Spiel in Karlsruhe, von der Leistung. Ich weiß noch, ich war die Woche über krank, ich war dann auch nicht in Karlsruhe dabei. Und weiß dann, dass nach dem Spiel am Abend kam dann die Nachricht, dass wir uns am nächsten Morgen um 10 für eine Besprechung in der Kabine treffen sollen. Und da war für mich dann schon klar, was passieren wird. Und ja, so ein Trainerwechsel ist immer traurig, weil man natürlich auch eine Beziehung zu der einzelnen Person aufbaut. Und dann ist die Person weg, dann kommt ein neuer Trainer. Ist aber auf der anderen Seite im Profifußball auch normal. Und deshalb weiß man damit auch schon umzugehen. Ja, grundsätzlich ist immer natürlich ein Versagen, auch auf Mannschaftsebene oder vor allem auf Spielerebene auch, die zu sowas führt. Weil ich es vorher auch schon gesagt habe, wir haben das in der Hand, sobald wir über die Linie gehen. Klar stellt dich der Trainer ein oder er hat einen gewissen Matchplan oder eine taktische Ausrichtung, aber wir müssen das mit Leben füllen und das ist uns nicht gelungen. Ja, das hat verschiedene Gründe, jetzt auch nicht nur, die Verantwortung liegt auch nicht nur auf Spielerebene, aber auch
Und ja, dieses Spiel in Karlsruhe war natürlich der absolute Tiefpunkt in meinen Augen. Ja, Fassungslosigkeit und war ein schlimmer Tag. Manche hatten es schon irgendwie so in die Richtung erwartet, aber dass wir dann mal sitzen und dann wirklich so, ja, Dieter Hecking zu uns kommt und sagt, wir haben uns dazu entschieden, war natürlich, also, erstmal krass. Wahrscheinlich hat der Tor, ich meinte halt der Schiedsrichter, der hat die wahrscheinlich nicht so, der hat die halt, glaube ich, nicht so gut trainiert. Der Trainer meinst du? Ja. Die Tage danach waren natürlich turbulent und auch emotional, muss ich sagen, weil man schon gemerkt hat, wie gern Robert hier auch gearbeitet hat. Aber das gehört zum Fußball leider auch dazu. Und ich hätte es mir aber trotzdem auch gerne erspart, sage ich natürlich, ja, weil das immer man sich als Spieler halt auch so ein bisschen in der Verantwortung sieht. Ne? Und dann haben sie den Markus Weinz hier geholt. Ja. Und, wie findest du den? Gut. Wichtig ist, dass wir diese positive Grundenergie behalten, die wir haben, in einer sehr schwierigen Phase, weil die trägt uns durch die Rückrunde. Und das ist, glaube ich, das, was ich auf jeden Fall beibehalten wollen würde. Ich wünsche mir halt, dass der Club endlich mal wieder besser drauf geht und mehr Tore reinhaut, weil im Moment sieht es echt schlecht aus. Warum sieht es schlecht aus? Was glaubst du? Wir hauen halt im Moment wenig Tore. Und ich wünsche mir halt, dass sie guter spielen, weil sie machen immer nicht so gute Schüsse. Dann kann der andere vorhin und reinschießen. Es ist nicht schlimm, wenn man ein Spiel verliert. Das Leben hat ja noch ein paar Jahre. Das nächste Spiel gewinnen wir. Und ich finde, dass sie sich Mühe geben, halt, dass sie auch mal verlieren. Und da muss man sich nicht ärgern. Sehr gut, also immer weitermachen. Ja. Nächstes Spiel wieder von vorne und wieder versuchen. Immer, ne? Weitermachen, nie aufgeben.